mich jetzt ganz besonders, dass der Leiter der Kulturhauptstadtbewerbung 2025, Tamás Salay, bei uns ist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Jóvastek kívánok. Jóvastek kívánok. Schön, dass Sie da sind. Sie leiten das Büro oder dieses Bewerbungsbüro. Was ist das? Wie kann man das erklären? Ja, das ist sehr schwer erklären, deswegen, weil das Projekt sehr komplex ist. Also ein Bewerbungsbüro koordiniert und macht Pläne natürlich für die Zukunft. Es geht nicht nur darum, dass wir in 2025 ein großes Festival organisieren, das wird natürlich ein ganz tolles Jahr. Mit mehr als 88 Veranstaltungen? Mit wesentlich mehr als 88 Veranstaltungen, sondern das Konzept muss man entwickelt werden und das Konzept muss neben die schönen Veranstaltungen auch Entwicklungsvorhaben beinhalten. Das bedeutet, dass das Projekt dient die Entwicklung, die Stadtentwicklung, nicht nur die urbanistische Entwicklungen, sondern vor allem die Entwicklungen, die Kultur vorantreibt. Also sehr komplex und dazu müssen wir natürlich auch die nicht nur die kulturellen Akteure ansprechen, sondern wir müssen auch so planen, dass im Projekt soll auch der soziale und auch der wirtschaftliche Sektor dabei sein. Also wirklich, wirklich, wirklich komplex. Und jetzt in den ersten Monaten machen wir eine Bestandaufnahme und wir scannen eigentlich die Stadt, was wir hier haben. Vielleicht sollen wir den Zuschauern erklären, dass erstmal die Bewerbung abgegeben wird im Jahr 2019, wenn ich richtig genau, war. Ja. Und im Jahr 2020 wird eine Entscheidung getroffen, welche deutsche Stadt sein wird. Ist das so richtig? Ja, fast richtig. Wir müssen unsere Bewerbung in 2019 abgeben und dann wird das bewertet durch Brüssel und es kommt ein Shortlist. Das bedeutet, dass sie wählen einige Städte aus, die beste sind. Und also Finale sozusagen. Finale, ja genau. Und dann geben sie auch Vorschläge für die Überarbeitung des Konzepts. Und dieses überarbeitete Konzept müssen wir gegen Ende 19 abgeben und die letzte Entscheidung trifft in 2020. Genau, das ist richtig, aber nicht nur für deutsche Städte, sondern auch für slowenische Städte, weil in 2025 neben Deutschland auch Slowenien. Gut, aber Deutschland ist dran und 2020 können sich rein theoretisch jetzt noch alle Städte bewerben, bis 2019 ja. In Deutschland. Ja. Und wie viel ich weiß, haben wir schon starke Konkurrenz in Anführungszeichen. Ich zähle für mich jetzt persönlich, der stärkste Konkurrent ist Chemnitz, dann kommt noch Dresden, dann kommt noch Nürnberg, dann kommt noch Mannheim, dann vielleicht noch Halle dazu, ja. Könnte noch passieren. Auch Leipzig überlegt sogar. Ja. Wie schätzen Sie das? Welche Chancen hat überhaupt Magdeburg? Ich weiß, dass Sie nicht zum ersten Mal das machen, sondern Sie haben im Patch, in Ihrer Heimat sozusagen, das schon mal vor 7 Jahren geleitet, das Büro, also schon mal die Bewerbung oder das gesamte Jahr. Damals war die Region Essen oder Ruhrregion mit Essen als Hauptstadt, auch Kulturhauptstadt in Deutschland. Und das waren so die. Und auch Istanbul. Ach, es waren drei Städte dann. Sogar. Ja, das Ausnahmen. Okay. Ja, wie ich einschätze. Also zuerst muss ich sagen, es freut mich sehr, dass hier in Deutschland starke Konkurrenten da sind, weil das hilft der Kultur, das rückt die Kultur sowieso in den Vordergrund und das ist schon ein großer Gewinn für das ganze Land. Ja, wie ich unsere Chance einschätze. Aber es kann nur einen Gewinner geben. Natürlich, aber das ist auch sehr wichtig, dass es gibt einen langen Weg bis zum Auswahl. Und dieser Weg, wir arbeiten auch daran, dass dieser Weg, die Zeit, die Bewerbungsperiode, soll schon auch die Stadt bereichern, soll die Kultur in den Vordergrund bringen. Wir sollen viel mehr über die Kultur reden. Wir können viel mehr zeigen, was wir haben. Also das ist schon ein sehr gutes und sehr positives Ereignis. Also in dem Sinne, jeder Stadt ist Gewinner. Magdeburg hat nach meiner Sicht natürlich gute Chancen, deswegen bin ich da. Sonst wären Sie nicht hier. Genau, genau. Und sogar deswegen, weil es geht nicht nur darum, dass die Städte zeigen müssen, was sie haben, was sie können, sondern es geht genau so oder vielleicht ein bisschen mehr darum, was die Stadt mit Hilfe des Titels
entwickeln oder weiterentwickeln kann. Und wir haben in dem Sinne sehr gute Gründe. Magdeburg ist eine wunderschöne Stadt. Die Geschichte von Magdeburg ist bezaubernd für mich. Und wir haben aber nur die Geschichte wäre zu wenig, glaube ich. Natürlich, wir wollen nicht die Geschichte zeigen, aber trotzdem, Magdeburg hat eine, aus dieser Geschichte her, hat eine ganz einzigartige, ja, würde ich sagen, Geschichte oder Narrative. Und diese Narrative passt sehr gut zu dieser Vorstellung, wie wir unsere Zukunft vorstellen. Also das kann man weiterschreiben mit alle negative Seiten. Das werden wir natürlich nicht fortsetzen, aber das können wir als Schatzgrube benutzen. Also dieses Projekt ist natürlich ein zukunftsorientiertes Projekt. In dem Sinne spielt nicht die Geschichte so große Rolle, aber trotzdem, wie Magdeburg tickt, was in den DNA der Stadt da ist. Deswegen ist die Geschichte natürlich sehr, sehr wichtig. Sie sind drei Monate hier, vier Monate? Drei Monate hier. Was könnten Sie schon in dieser DNA, wie Sie sagen, schon mal entdecken? Was ich spüre, ein riesiges Stolz auf die Stadt, was irgendwie niedergedrückt ist. Also zuerst müssen und können wir diesen Stolz befreien und mit dieser Energie weiterarbeiten. Wir haben auch in der Vergangenheit immer festgestellt, dass die Magdeburger zu bescheiden sind und sie trauen sich nicht, ihre Freude zu zeigen. Das ist schade, und weil die Stadt ist ausgezeichnet. Und zu sagen, Magdeburg hat sich wunderbar entwickelt. Dass, ja, genau, genau. Genau. Mittlerweile die letzte Umfrage, die wir bekommen haben, zeigen auch, dass mittlerweile über 80% der Magdeburger stolz sind auf Magdeburg. Wunderschön. Und das war nicht immer in der Vergangenheit. Aber das ist, glaube ich, nur ein Anfang, wo man damit weiterführen kann zu 2025. Genau, ich denke auch, dass diese Bewerbung schon, nicht unbedingt der Titel, schon die Bewerbung ein Motor sein kann und sein muss. Und in dem Sinne müssen wir natürlich zusammenarbeiten, weil wir arbeiten nicht an einem Projekt, das ist viel mehr als ein Projekt. Das ist das Projekt der Stadt. Das ist das prägt die nächste, ja, im schlimmsten Fall 2-3 Jahre der Stadt, aber im vielleicht besten auch Fall die nächste Generation. Ja, genau, weil wir müssen das auch immer vor der Auge halten, dass wir entwickeln die Bewerbung für 2025 natürlich, aber das Projekt oder die Gedanke, die Philosophie darf nicht in 2025 enden, sondern wir arbeiten für die weitere Zukunft über 2025 hinaus. Und in dem Sinne, dass Sie als Stadtmarketing und wir als Kulturstadt müssen zusammenarbeiten, weil das muss viel mehr, viel organischer Zusammenhalt sein als nur eine Zusammenarbeit. Mhm. Dürfen Sie ein bisschen erzählen, wie ein Patch gewesen ist? Wie haben Sie da geschafft, die Leute zu motivieren, das Vorhandene nochmal neu zu zeigen und nochmal ein Zukunftsprojekt daraus zu entwickeln? Ich weiß, dass die Ungarner immer noch sehr stolz sind, wenn über Patch, wir waren Kulturhauptstadt. Ja, in Deutschland ist nicht unbedingt, auch in Essen waren wir schon mal Kulturhauptstadt, ist ein bisschen verklungen. Ja, aber Ungarn ist kleiner, das dürfen Sie nicht vergessen. Also eine Kulturhauptstadt ist viel, viel auffälliger in Ungarn. Und Patch war die erste Kulturhauptstadt und bis heute die letzte auch. Also deswegen war das eine viel größere Geschichte. Wir hatten dort eher zwei große Schwierigkeiten, nicht die Leute zu mobilisieren, weil die waren sofort Enthusiast und sie wollten zeigen, was sie haben. Das war vielleicht ein bisschen Ballast, weil Pech hat sehr viel zu zeigen und das war sehr, sehr, sehr schwer durchzukämpfen. Das reicht nicht, wenn wir zeigen, was wir haben. Wir müssen etwas Neues schaffen. Und das ist sehr schwer, wenn man sehr viel in der Tasche hat. Ja. Genau. Und andere Schwierigkeit war, dass Ungarn war und ist bis heute sehr, sehr extrem zentralisiertes Land. Und jeder wusste, dass da gab es auch 11 Bewerberstädte. Also die Interesse war riesig in Ungarn. Und trotzdem wusste jeder, dass letztendlich wird den Titel Budapest holen. Okay. Ja. Und das müssen wir irgendwie ändern. Wir müssen auch die Stimmung ändern. Wir müssen auch Perspektive geben. Und wir haben eigentlich einen Trick gemacht und wir haben mit anderen Städten in der Provinz gesagt, dass eigentlich egal welche Stadt den Titel holt, das darf nicht Budapest sein, weil das stärkt die Zentralisation. Und das war ein Bündnis und wir wussten das. Aber das war in Deutschland genauso letztendlich. Wenn Sie so sehen, Ruhrregion, die waren auch alle zusammen und es waren 40 Städte, die zusammen sich getan haben. Ja, genau, ein bisschen ähnlich, ja, andere Ansätze, aber trotzdem ein bisschen ähnlich.
Ja, genau. Ja. Weil das ist auch wichtig eigentlich, dass es nicht nur um die Stadt geht, wie wir unsere Region ansprechen können. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass das wirklich ein europäisches Projekt ist. In dem Sinne auch, dass wir müssen zeigen, was wir haben. Wir müssen uns in europäischen Kontext vorstellen und wir müssen sehr, sehr international sein. Also sehr viele internationale Kooperationen verwirklichen im Ausland. Wir müssen zeigen, was wir können, nicht nur in dem Sinne, dass wir den wunderschönen Telemann hier haben und Telemania, was ein ganz tolles Projekt ist, sondern in dem Sinne auch, dass wir haben auch etwas zu große europäische aktuelle Themen zu sagen. Und solche Themen können wir leichter auswählen, wenn wir an unsere Geschichte verlassen. Also in dem Sinne ist das ein europäisches Projekt und knüpft uns mit Europa ganz eng zusammen. Wie lange im Voraus haben Sie die Bewerbung vorbereitet? In Bitsch, ja. Das war viel, viel kürzere Zeit. Wir hatten ungefähr ein Jahr. Also schon, sehr kurz. Das war sehr kurz, sehr knapp, aber wir haben das geschafft. Damals war auch der Auswahlverfahren ein bisschen anders. Ja. Ja. Wie war die Stimmung in der Stadt während des Jahres, also 2010 war das? Ja. Wie war die Stimmung das war in Ungarn? Ein großes Fest, ein wunderschönes Jahr für Bécs und für die Region. Und hat niemand bereut, das gemacht zu haben? Bereut? Nein, natürlich nicht. Und was sehr interessant ist, ich habe damals auch immer gesagt, wenn ich gefragt wurde, wie stelle ich die Stadt in 2010 vor? Und ich habe immer geantwortet, dass ich stelle die Stadt in 2010 gar nicht vor, ich stelle die Stadt in 2015 vor. Und jetzt zu bemerken, dass im Vergleich zu 2010 sind die Bürger vielleicht noch mehr stolz auf das Projekt. Sie sind nicht nur Leiter der Kulturhauptstadt in Pécs gewesen, sondern Sie sind weiterhin in Brüssel in der Begutachtungskommission, heißt das so? Oder Sie sind Gutachter für ich kann das nicht übersetzen. Also es gibt in Brüssel zwei Gremien. Die eine Gremien ist zuständig für die Auswahl der Kulturhauptstädte und die andere ist ein Monitoring-Panel. Wir haben die Städte ständig überprüft. Also die Städte, die den Titel schon bekommen haben, sie haben 5 Jahre zur Vorbereitung. Und während dieser 5-Jahre-Periode haben wir dreimal aus Brüsseler Perspektive die Vorbereitung ja ein bisschen geprüft, weil die Bewerbung, das Bewerbungsbuch gilt als ein Vertrag zwischen Stadt und Brüssel. Also das ist nicht nur ein Märchenbuch. Man muss sich verpflichten, bestimmte Parameter einzuhalten. Ja, genau, aber wie gesagt, wir waren auch flexibel, deswegen auch Beraterpanel oder sowas war auch unser Name, weil das ein flexibles Projekt ist. Es kamen immer Probleme in fast jeder Städte dazwischen und wir müssen dann das neu verhandeln, dass die große gesamte Idee nicht schief geht, aber trotzdem einige Änderungen sind natürlich erlaubt oder die sind auch kodiert. Okay. Vorletztes Jahr war Pilsen dran. Als Kulturhauptstadt Europa. Mit Pilsen verbindet man doch Bierkultur, aber nicht unbedingt eine Kulturstadt. Die haben das aber trotzdem geschafft. Letztes Jahr war Breslau dran. Ja. In dieses Jahr ist in Dänemark. Aarhus. Genau. Aarhus und Bafos in Zypern. Ja. Ja. Was haben die geschafft? Was haben sie anders gemacht, dass sie geschafft haben? Das ist unterschiedlich. Das ist auch sehr, sehr wichtig zu wissen, dass es gibt kein Rezept. Es gibt kein Rezept. Jede Stadt ist anders. Und bei der Auswahl spielt das auch eine enorme Rolle. Was die Stadt vorhat, was der Stadt passt und ob das glaubwürdig ist. Also jede Stadt oder jede Region bringt ganz anders hervor oder hat ganz anders vor. Zum Beispiel, Sie haben Pilsen erwähnt, natürlich, für mich, ich bin ein großer Freund der Biere, natürlich. Und ja, für mich war die Stadt auch vor allem aus der Brauerei bekannt. Und Sie haben das ganz pfiffig das Motto herausgefunden, Open Up. Und sie hatten während der Bewerbungsphase Bierflaschen, also Dosen verteilt. Ja. Open Up, öffnen. Okay. Und das hat, was sie erreicht haben, das ist einerseits muss nachhaltige Änderungen in der Stadt sein. Und die Stadt, also Pilsen, hat zum Beispiel in der Kreativindustrie sehr viel getan. Mhm. Und was genauso wichtig ist, dass die Positionierung der Stadt,
es wird man ganz anders die Stadt betrachtet, sowohl in dem Land als auch in Europa. Also wir alle wissen darüber, dass Pilsen Kulturhauptstadt war und ist. Und wir können fragen, was sie gemacht haben, wozu zu einer Stadt wie Pilsen dieser Titel passt. Aber das bringt uns dahin, dass wir sitzen ins Auto und wir fahren nach Pilsen und schauen an, was da passierte. Eine Stadt ist nicht nur die Stadtverwaltung, sondern ist die Gesamtbevölkerung, die alle mitmachen können, die mitmachen wollen. Und ich glaube, die Leute zu begeistern, mitzumachen, das ist das größte Problem. Das ist kein Problem, das ist eine sehr gute Aufgabe und Herausforderung. Das ist Sie haben völlig recht. Also ein Projekt, also es reicht gar nicht, wenn wir ein tolles Konzept entwickeln. Wenn die Leute nicht mitmachen, die potenziellen Akteure, das ist auch ein wichtiges Kriterium, dass wir neue Zielgruppen ansprechen. Also das bedeutet nicht nur, dass wir tolles Theaterangebot anbieten für 2025, sondern wir müssen hinausgehen und wir müssen die Leute an der Peripherie, die junge Leute ansprechen und sie aktiv einbeziehen. Und das unterscheidet so ein Projekt zum Beispiel von einem thematischen Jahr, wie zum Beispiel Lutherjahr oder Telemanie. Es muss die ganze Stadt mitmachen. Das ist auch unsere Aufgabe in nächster Zeit. Bis 2019? 2018 würde ich 18 sagen. Bis 2018, das ist schon morgen. 18, ja, eben, ich weiß. Also, wir haben gar keine Zeit mehr. Aber trotzdem, wir müssen natürlich die Formen, die Schwerpunktthemen erarbeiten und dann können wir die Leute ansprechen. Und wir stellen diese Bewerbungsphase als eine ganz, ganz dynamische Phase mit sehr viel Dialog. Wenn Sie die Städte in Deutschland sehen, die sich vielleicht bewerben wollen, wer hat Chancen neben Magdeburg, in der Finale zu kommen? Na, ich kann das nicht einschätzen, natürlich. Wir kennen die Inhalte nicht, die Bewerbungen nicht. Also theoretisch haben diese Städte mehr Chance, die den Titel mehr brauchen. Also in dem Sinne, die Städte, die fertig sind, die komplett sind, die glänzen, ja, dort ist ein bisschen schwieriger. Aber das Wettbewerb ist offen, es wird ein sehr hartes Wettbewerb und das ist gut so. Ja. Halle überlegt sich, auch sich zu bewerben. Finden Sie das fair oder ist das eine Bereicherung, dass im eigenen Bundesland eine Konkurrenz ist? Oder hätten die nicht lieber so, wie sie damals in Ungarn auch gemacht haben, sagen können, Magdeburg, toll, wir machen mit, wir wollen euch unterstützen, wir wollen irgendwie das ganze Land nach vorne bringen. Jede Version ist legitim und letztendlich, was ich schon erwähnt habe, wenn je mehr Städte über die Kultur denken und dafür tun, das nutzt für die Kultur und nützt letztendlich auch für die ganze Region. Also für ein faires Wettbewerb bin ich immer da. Sie sind 3 Monate hier. Hatten Sie überhaupt Zeit, Magdeburg sich ein bisschen anzugucken? Konnten Sie ein bisschen was sehen? Haben Sie schon die Stadt ein bisschen erkundet? Ein bisschen. Ich muss sagen, dass ich hatte vor, die Stadt sofort zu entdecken, aber wir müssen natürlich in den ersten Monaten sehr viele Informationen einsammeln, sehr viele Akteure kennenlernen und in dem Sinne kenne ich eher die Akteure und eher die potenziellen Mitmacher der Kulturhauptstadt als die Stadt oder das Stadtbild selbst, aber einige Ecke kenne ich und ich finde das für sehr, sehr spannend. Waren Sie schon mal in Magdeburg vorher? Ich war in Magdeburg und sogar, das war in 2000, ich erinnere mich nicht ganz genau, 2006 vielleicht oder 2007 oder 2005 und im Rahmen von IBA-Projekt. Ah. Ich war eingeladen und ich habe einen Vortrag gemacht, also das war nur mein Aufenthalt in Magdeburg. Das inspirierte mich auch. Ich habe mich daran erinnert, wie tolles Projekt damals das IBA-Projekt war. Ja, das hat die Stadt und unglaublich nach vorne gebracht. Genau. Auch das Motto Leben an der Elbe, das sieht man auch jetzt hier gleich um die Ecke. Als ich die Bewerbung sah wir überlegten mit meiner Frau, Sie kommen jetzt auch Stuttgart, muss man nochmal präzisieren, weil Sie dort lange gearbeitet haben für das Ungarische Institut. Genau, dort gibt es ein Ungarisches Kulturinstitut in Stuttgart und ich war der Direktor 3 Jahre lang. Ja, also haben die Leute gesagt, warum gehst du jetzt nach Magdeburg, wo ist das Magdeburg überhaupt? Ich würde gerne sagen, dass alle waren begeistert, aber die haben eher gefragt, das ist Magdeburg.
Aber ich konnte sie, alle konnte ich überzeugen, ohne die Stadt tief kennen zu kennen. Weil ich kannte, wie gesagt, die Geschichte, ich kenne diese Projekte, ich kannte auch die Begeisterung der Stadt. Und wie gesagt, ich finde das für ein ideales Bewerber. Also Sie haben jetzt genug Zeit bis 2019, die Stadt kennenzulernen, aber dabei müssen Sie natürlich noch die Magdeburger begeistern, mitzumachen. Ja. Wir haben über Telemann heute viel gehört. Ja, genau. Ist das wirklich ein großer Baustein, kann ein großer Baustein sein oder es wird nur ein Baustein unter anderem? Nein, das wird ein wichtiger Baustein, unbedingt. Also Telemann, der Fakt selbst, dass er sich zur Stadt knüpft, das ist sehr, sehr wichtig. Und solche Projekte wie Telemania, das zeigen auch, dass die Stadt mit ihrem Erbe sehr kreativ umgehen kann und sehr qualitätsvoll. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also solche Projekte, ich würde sagen, dass Telemania könnte auch ein Musterprojekt für 2025 sein. Natürlich ein bisschen mehr Vorbereitung braucht man das, aber trotzdem, ich denke, dass das ein ganz tolles Projekt ist und wir müssen überlegen, wie dieses Projekt nachhaltig sein kann. Ich sage das nicht natürlich, dass wir jedes Jahr ein Telemania organisieren sollen, aber in 2025 spielt das eine große Rolle, da bin ich mir sicher. Gibt es was anderes, was Sie schon mal gesehen haben und sagen, Mensch, das passt wunderbar, das können wir auf jeden Fall mit integrieren in die Bewerbung der Stadt? Unsere Arbeitsmethode ist das, dass zuerst versuchen wir, alles aufgreifen, was wir haben, was wir nicht haben. Und was haben wir nicht? Was wir nicht haben, das ist für mich sehr, sehr spannend. Also diese Lücken, die in der Geschichte da sind, die in der Identität da sind, die im Stadtbild da sind, diese Lücken, die sind, ich denke, sehr kreative Lücken und sehr innovative Lücken. Und das macht auch die Stadt ein bisschen einzigartig. Also die komplette Auslöschung der Stadt während der 30-jährigen Krieg, dann Zweites Weltkrieg und dann DDR-Zeiten. Also, und das prägt bis heute die Stadt. Also was hier nicht da ist, diese Entwicklungslinie, die vom Mittelalter bis zum 30-jährigen Krieg sich zeigte, das wurde einmal und für alle gebrochen. Aber ich will natürlich nicht über negative Dinge reden, sondern unser Ziel ist... Obwohl muss man auch nicht nur mit rosa Brille schauen. Sondern das nicht, man das muss, wäre Fehler natürlich. Das aber muss man auch die Probleme, die wenige Probleme, die da gibt, nochmal zeigen, ganz konkret, oder? Konstruktiv zeigen, konstruktiv. Also Vorschläge zu machen, warum das gut oder sein kann, wie können wir das verbessern, positiv ja. verbessern, genau. Oder wieder die DNA der Stadt, da steckt sehr, sehr tief die Erbe der Maschinenbau drin. Ja. Damit müssen wir auch etwas anfangen. Und ich denke, ich will natürlich nichts verraten, wir haben noch nichts zu verraten, aber ich denke, dass wir könnten das Gedanke als eine der Kerngedanken benutzen und das Weiterdenken. Was heißt Technik und Kultur? Was heißt Technik und Kunst? Und das ist sofort ein sehr, sehr, sehr zukunftsorientierter Gedanke. Oder nehmen wir natürlich den Magdeburger Recht. Das ist auch sehr spannend. Sehr spannend, weil nicht nur aus historischen Aspekten, sondern wenn wir das interpretieren, es bietet sehr gute Möglichkeiten an, über Menschenrechte zu reden, über Frauenrechte zu reden, über Gastrecht zu reden. Also bietet sehr viele Themen an und ich habe das schon erwähnt, dass Magdeburg soll zu aktuellen europäischen Themen etwas beitragen. Und wir haben vor, ehemalige Städte des Magdeburger Rechts in Europa anzusprechen. Und möglichst mit denen vielleicht über diese Themen weiterzudenken oder einfach dieses Netzwerk zu nutzen, ganz andere Projekte zu entwickeln. Ja. Wir sprechen über Kulturhauptstadt Europa, aber gibt es noch Europa oder Europäische Union im Jahr 2025? Kann man auch nach der Austritt der Engländer und vielleicht jetzt auch Franzosen und Italiener überlegen, auch irgendwie... Europäische Idee ist da. Europäische Idee ist... mindestens seit 300 Jahren da. Und Europa hat immer sich dafür gestrebt, eine Einheit zu schaffen. Und ja, ich sehe auch, dass wir verspielen das vielleicht zu leicht und zu einfach. Und das ist eine Tragödie. Aber ich bin überzeugt, dass wenn es nicht unbedingt in dieser Form, die EU wird überleben, die EU wird existieren. Und wir haben auch Verantwortung, nicht nur
nicht nur in 25, sondern auch vor 25 dazu etwas zu sagen. Und wir haben auch die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeit wegen der Bewerbung. Was kann die Bevölkerung tun, sich einzubringen in der Bewerbung? Wo kann man sich melden? Wo kann man irgendwie was anfragen, wenn man eine Frage hat oder eine Idee hat oder sagt, ich möchte mitmachen, ich möchte mithelfen, ich bin begeisterter Magdeburger und ich liebe die Kultur hier. Ich will, dass Magdeburg Kulturhauptstadt werden. Was kann man machen konkret? Wir arbeiten gerade an Strukturen, wo auch die Bevölkerung ihre Ideen mit uns teilen kann. Der erste Schritt wird ein ganz konkreter Schritt. Am 5. April öffnen wir unser Kontaktbüro, kann man das sagen? Nicht nur. Anlaufstelle, sagen wir das. Also hinter dem Kloster unserer lieben Frauen. Da gibt es einen wunderschönen Glaspavillon und dieser Pavillon wird ein Kulturhauptstadt-Anlaufstelle sein. Also das wird sofort. Treffpunkt. Können wir Treffpunkt auch? Sagen? Genau. Treffpunkt, dort möchten wir mit der Bevölkerung direkt kommunizieren. Sie können uns Fragen stellen, natürlich, aber das wäre nur eine Sache, ein Anfang sozusagen, wo man Anfang, auf genau. jeden Fall, wenn jemand was will, kann man hingehen und sagen, ich möchte mitmachen oder ich möchte mich informieren. Eben, genau, aber das ist nur eine Möglichkeit und wir arbeiten jetzt an die Möglichkeiten oder an die Formen, wie wir in die Bevölkerung rausgehen sollen, weil wir möchten nicht die Haltung machen oder entwickeln, dass wir sitzen da und bitte zu uns kommen, sondern wir gehen hinaus und klar, also ich denke, dass dieses Projekt muss von und aus der Bevölkerung leben. Wir arbeiten jetzt an die großen Themen, an die Rahmen und wenn wir diese Rahmen haben, ich schätze so, dass es ungefähr im Mitte dieses Jahres so schnell. Wir müssen schnell sein, weil wir haben 2 Jahre, das vergeht sehr schnell. Und das ist, wie gesagt, ein sehr komplexes Projekt und wir müssen, danach fängt das wirkliche Dialog an. Es muss sich jeder angesprochen fühlen, oder? Das ist so, das ist tatsächlich so. Und wie gesagt, wir erzielen nicht nur die Bevölkerung anzusprechen, sondern wir möchten sie einbeziehen. Sie sind so überzeugend, nach 3 Monaten wir, also das ist ja, toll, da bin ich sehr begeistert. Also wir Magdeburger können überlegen, was uns das Leben leichter, angenehmer, bewusster machen kann. Und was möglich ist, da können wir auch verwirklichen, mit oder ohne Hilfe der Kulturhauptstadt. Man hat festgestellt, Magdeburg ist nicht international genug. Was kann man da machen, dass die Stadt sich mehr öffnet oder die Leute auf der Straße auch andere Sprachen hören als nur vielleicht mal Deutsch oder Englisch? Wir müssen zuerst definieren, was das bedeutet, dass die Stadt nicht international genug ist, weil die Stadt hat sehr viele internationale Kontakte, das kann man natürlich noch erweitert werden, daran arbeiten wir. Ja. Und ich denke, dass das ist auch ein, auch, das gehört auch dazu, was ich schon gesagt habe, dass die Stadt hat sehr viel, aber die Stadt zeigt das nicht, was sie hat. Die Vielfalt, die in der Stadt schon da ist, das ist sehr interessant und wir müssen die Wege und die Methode herausfinden, wie man das sichtbar gemacht wird und wie das gemütlich sichtbar gemacht wird. Also dieses Ganze geht darum, dass wir uns sehr wohlfühlen und stolz darauf sein sollen, was wir haben. Otto hat Gesellschaft, die Gesellschaft ist angesprochen. Wir sind heute im Gesellschaftshaus hier, ein wunderbares Haus. Kann das auch eine Rolle spielen, dass das Haus mit integriert wird, das mitmacht, dass hier passiert ganz, ganz viel Kultur? Das ist keine Frage natürlich. Im aktuellen Kulturhauptstadtjahr findet durchschnittlich 200, 300, 400, sogar 500 Projekte statt. Und ein Projekt ist nicht gleich mit einer Veranstaltung. Also in Pesch zum Beispiel, wir haben zu viele Veranstaltungen gemacht, muss ich selbstkritisch sein, aber im Jahr 2010 hatten wir ungefähr 4000 Veranstaltungen. Wow. Und selbstverständlich, diese Orte, die schon jetzt in der Kultur der Stadt oder sogar in der Region eine wichtige Rolle spielen, die werden nicht nur so bleiben, sondern die müssen auch noch mehr Beteiligung oder sowas machen. Aber was noch sehr wichtig ist,
dass es ist auch ein sehr wichtiger Punkt bei der Auswahl, dass wir müssen unsere Komfortzone verlassen. Und das ist ein Motto bei der Auswahljury. Not business as usual. Komfortzone heißt, was wir jeden Tag machen. Genau, so, genau. Also wir müssen überlegen, was wir noch machen können. Also nicht nur, das heißt für mich natürlich, dass nicht nur diese Orte werden mit Kultur bespielt, die heute schon sowieso da sind, sondern wir müssen auch neue Möglichkeiten schaffen. Und wenn wir sagen, dass das Motto Lücken, da kann vielleicht diese große Anzahl der Leerstand eine große Rolle spielen. In der Bewerbung. Wohl, viel Leerstand haben wir gar nicht mehr. Also. Ja, einerseits begrüße ich das, andererseits sage ich schade, weil die bieten ganz tolle Möglichkeiten für Kultur an. Also natürlich. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Seit 2010 ist Magdeburg Otto-Stadt. Ja. Ist auch die Verbindung zwischen Geschichte und Wissenschaft. Ja. Otto von Guericke und Kaiser Otto. Ja. Wir haben festgestellt, dass diese Otto-Stadt-Kampagne der Magdeburger eine neue Identität gegeben hat. Die Magdeburger sind auch stolz, Otto zu sein, konnte man jetzt feststellen in einer neuen Umfrage. Kann das auch eine Rolle spielen bei der Bewerbung? Das kann eine Rolle spielen, aber ich kann schon sagen, dass das kein Schwerpunkt ist. Ja. Wichtig ist das, aber natürlich die historischen Themen sind nicht ausgeschlossen, sondern bei der Auswahl spielt auch eine riesige Rolle, dass wir mit unserem Erbe kreativ und sogar experimentell umgehen. Also wir müssen neue Wege finden und dann natürlich Otto und der wunderschöne Dom auch und Otto von Guericke, die sind natürlich diese Stereotypen, die man über Magdeburg weiß. Natürlich. Otto hatte Gesellschaft heute. Wir sind leider am Ende unserer Sendung, unserer Sendezeit. Sie müssen mir versprechen, dass diese Wir weiter propagieren, dass alle... Ich propagiere das nicht, sondern wir versuchen das verstärken, das Wir-Gefühl. Genau. Und Sie müssen mir noch versprechen, dass Sie wiederkommen in unserer Sendung hier, dass wir nochmal über die Möglichkeiten, die sich nach vielleicht 6 Monate oder ein Jahr sich neu eröffnet haben, dass wir vielleicht konkreter sprechen können und dass wir hier im Gesellschaftshaus wieder Otto-Gesellschaft hat und als klein Dankeschön für Sie habe ich natürlich die absolut neue, die erste Telemann-Medaille, die zum Telemann-Jubiläum erschienen ist. Und ich darf Ihnen das als Dankeschön geben. Natürlich, Marco Reis bekommt auch eine. Und nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, ich fühle mich geehrt. Danke. Dankeschön.